gibt Dinge, da redet man nicht unbedingt von. Denn die Dinge sind edel und in sich vollkommen. Diese Dinge verschweigt man, um sie nicht zu verlieren. Trägt sie mit in den Wald, um ihr Grab zu platzieren. Dieser Wald voller Bäume, in dem ich mich verliere. Labyrinth meiner Träume, jedes Grab ist markiert. So begrab ich aufs Neue einen Traum von mir. Doch ich bin nicht mehr traurig, denn ich hab akzeptiert, dass nun mal jeder Traum seinen Wert verliert. Wenn die Umstände zeigen, dass es sich nicht rentiert, weiterhin noch zu glauben, dass ein Wunder passiert. Manchmal muss man halt eben rekapitulieren. Sieh den Fakten ins Auge, hör auf wegzurennen. Oftmals hilft nur eine Pause, um vollends zu erkennen. Welchen Weg kann ich wählen? Welchen Weg möchte ich gehen? Muss es mich wirklich quälen, friedvoll glücklich zu sein? Es gibt Dinge im Leben, die man sich verrennt. Und wenn man sich dann trennt, bleibt der Sinn unerkannt. Manche Dinge verhüllen ihre Komplexität. Ihre Farben in Fülle kennt keiner konkret. Dies sind die von der größten Morbidität, die man nie in der Größe und dem Ausmaß erspäht. Sie verharren beharrlich im inneren Kind. Lenken, prägen und führen jeden in den Krieg. Für unseren inneren Frieden, auch wenn anonym, muss man Schutzgeld entlegen, sei also ganz stumm. Halte bei die befriedigte Gelassenheit und sieh zu, wie dich Friede bald schon überschallt in all seiner Pracht und Vielfalt.